Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty. Ja, was haben wir gemacht? Letzte Folge haben wir ein bisschen aufgeräumt und natürlich hier die schöne Sammlerhütte hinter uns aufgebaut. Wir können noch ein paar Hütten mehr bauen, weil wie gesagt, wir haben noch Zeit bis zum Jahreswechsel an diesem Tag und ich würde sagen, den würde ich auch gerne nutzen. Und dann schauen wir mal, was können wir denn noch für Gebäude bauen. So. Wo war das denn? Produktion, Dorf, Gebäude. Lagergebäude, Wohngebäude. Dienstleistungsgebäude. Was sind denn Dienstleistungen? Was haben wir denn hier? Ach so, ein Gasthaus. Können wir aber noch nicht bauen. Alles klar. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Die Sammlerhütte haben wir, die Holzfällerhütte haben wir. Bergbauposten. So, die Frage ist, kann ich den Bergbauposten auch hier irgendwo hinsetzen oder muss ich den in der Nähe von einer Mine setzen? Ein Gebäude, in dem Rohstoffe wie Stein, Lehm und Eis abgebaut werden können. Außerdem werden hier Produkte aus Stein wie gemeißelter Stein hergestellt, kann mit einer Steinmetzstation eingerichtet werden. Bergarbeiter können hier arbeiten. Okay, dann haben wir hier noch die Jagdhütte, eine Produktionsstätte, die tierische Rohstoffe wie Fleisch, Felle, Federn und Trophäen gewinnt. Mit ist. Ebenso Jagdwaffen wie Bögen und Pfeile kann mit einer Jagdwerkbank eingerichtet werden. Jäger können hier arbeiten. Oh, ich glaube, da können wir uns Pfeile und Bogen herstellen. Oh, warte mal. War das Ding gerade wirklich so riesig, wie ich gesehen habe? Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dafür einen schönen Platz finden. Alter, ist die groß. Die Jagdhütte. Ja, hier bei den ganzen Steinen würde ich ja eigentlich gerne die Steinmetz nachher hinbauen. Der passt da, glaube ich, besser hin. Ja, hier sind die ganzen Felder. Oh. Wo kriegen wir denn die Jagdhütte hin? Ja, bauen wir da die Jagdhütte hin. Oh, guck mal hier. So. Ja, ich glaube, hier werden wir ordentlich Materialien brauchen. So, ich würde sagen, wir holen uns hier Holzstämme aus dem Holzlager. Gibt ja gleich Nachschub, wenn die Jahreszeit um ist. Oder für dich, weil jetzt, verdammter Mist. Ich probiere das mal, ob wir hier vielleicht doch, hier wird, glaube ich, die Jagdhütte besser hinpassen. Probier es mal. Weil hier kommen wir natürlich mehr zum Wald hin. Das würde mehr Sinn machen. Da hinten sind wir ja eigentlich direkt an der Küste. Ich guck mal. Pflanzen oder Rohstoffvorkommen im Weg. Ach so, die Bäume muss ich hier erst alle wegmachen, ne? Ja, komm, dann machen wir das mal eben schnell. Muss ich die Steine hier wahrscheinlich auch wegmachen.
So, wir versuchen es nochmal. Ja, ich glaube, die machen wir auch noch weg. Kann auch sein, dass wir die Baumstümpfe auch noch wegmachen müssen. Wir schauen mal. Wir versuchen es. Ja. So. Weil das wäre nett, wenn wir die hier hinbekommen würden. Die Jagdhütte. Ja, guck mal, Leute, das passt doch. Ich glaube, das passt auch besser mit dem Turm hier, ne? Mit der Aussicht. Kann man da so ein bisschen aufs Meer rausgucken. Genau. Dann reiße ich das da hinten direkt erstmal wieder ab. Wenn es geht. Ich hoffe ja nicht, dass wir das jetzt erst komplett aufbauen müssen, bevor wir es wieder abreißen können. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So. Ah, doch, können wir abreißen. So. So schade um die Mats, da bekommt man nämlich leider nichts wieder. Aber ich glaube, wir hatten da auch bis jetzt nur einen Baumstamm drin. Guten Morgen, Sayuri. So, Bretter haben wir noch. Komm, dann nehmen wir die Bretter auch mit rüber. Was sollen wir? Ja, nee, komm. So, Brennholz können wir aber hier reinpacken. Wir haben noch mal ein bisschen. Ja, Bambus lassen wir mal drin. Ich hoffe, wenn wir Bambus brauchen, dass der reicht, den wir haben. Und dann nehmen wir hier natürlich mal ein paar Holzstämme mit rüber. Jetzt kann es losgehen. Und dann bin ich ja mal keine Holzstämme mehr. Oh mein Gott, wie viele Holzstämme brauchen wir denn hier? Hatte ich keine mehr drin, ne? Ja, da müssen wir noch mal ein paar Bäume fällen gehen. Ja, Bäume und Bambus und so scheinen noch nicht nachzuwachsen, hat man mir mitgeteilt. Ich hoffe, das kommt früher oder später. Weil das fände ich dann doch ein bisschen schade, wenn das dann hier alle so kahl und abgeholzt ist.
Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. So, jetzt sind wir voll, ne? Perfekt. So, Bretter haben wir auf jeden Fall genug. So. Guck mal, der Turm ist auch schon automatisch mit fertig. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir den hier auch extra hochzimmern müssen. So, guck mal hier, da haben wir doch eine schöne Aussicht übers Dorf. Ja. Und so ein bisschen zur Küste hin. Ich würde sagen, dann kommt hier hinten, oder ja, nee, hier glaube ich nicht, aber da hinten kommt dann noch die Fischerhütte hin. Oder vielleicht hier. Oh, da ist noch ein Shelter von mir, den müssen wir natürlich auch noch abbauen. Und wenn wir die Fischerhütte, ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen auch abbauen können. Das müssen wir später mal ausprobieren. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen vor der Bude schon mal auf. So. Ah, Bretter reichen nicht, okay. Aber ist ja kein Problem. Da können wir noch ein paar von machen. Wir haben ja noch ein paar Holzstämme über. So, 9 Bretter brauchen wir. Da. So. Das. Ach komm. Ja, doch. Warte. Mach mal hier so die Hälfte. Wollen nicht übertreiben. So, und hier haben wir eine kleine Werkbank, ne? So, wenn ich das richtig sehe, ist die Jagdhütte hiermit auch fertig. Jetzt schauen wir uns mal schon an, was wir hier Schönes herstellen können. Guck mal, wir können Pfeile herstellen. Wir können Bogen, guck mal, wir können sogar einen Bogen herstellen. Munition, du hast soeben deine erste Fernkampfwaffe erhalten. Die Munition benutzt.
Um sie zu verwenden, musst du zunächst die passende Munition finden oder herstellen, beispielsweise Pfeile für einen Bogen. Danach musst du sie in Munitionsschlott ausrüsten. Sollte die Munition ausgehen, während du aber noch weitere in deinem Inventar hast, wird diese automatisch nachgelegt. Das hört sich doch schon mal gut an. So. Das heißt, wir müssen uns auch noch ein paar Pfeile herstellen, ne? Eine Öllampe, aber da haben wir noch kein Öl für. So, dann machen wir Pfeile. Stein. So, wie... hat der jetzt wirklich nur einen Pfeil gemacht? Nee, ne? Ah, okay. Das ist aber ganz schön teuer von den Materialien her, finde ich. Da muss der Bogen aber ordentlich Schaden machen. So. Wie kann ich jetzt die Pfeile ausrüsten? Ach, da oben. Ah, alles klar. So. Ihr lieben Wildschweine, meine Rache wird kommen. Die haben mich ja in der letzten oder vorletzten Folge, hat mich ja so ein Wildschwein gekillt mit einem bösen Blick. Ah, ist ja cool. Guck mal, der hält den Pfeil sogar in der Hand. Ein immer. Das finde ich gut gemacht. So, wie sieht es denn in der First Person aus? Okay. Haben wir hier auch diese weiße? Ja, haben wir hier auch. Okay. Wie kann ich jetzt wieder abbrechen? Ich will ihn doch gar nicht verschießen. So, kann ich den wieder einsammeln? Ja, ich kann ihn wieder einsammeln. Das ist gut. So, dann haben wir ja in dieser Folge auch ein bisschen was geschafft, ne? Wir haben gebaut die Holzfällerhütte. Haben wir gebaut. Und Quatsch, was erzähle ich denn da? Die Jagdhütte haben wir gebaut. Wir können endlich Pfeil und Bogen machen. Wir sind am Ende der Jahreszeit angekommen, wenn ich das richtig sehe hier, ne? Karte, da unten kann ich sehen. Tag 4 von 5. Haben wir jetzt noch einen Tag? Oder wechselt der heute Nacht? Das sehen wir. Dann haben wir ja eigentlich nur 4 Tage, ne? Wenn der jetzt heute Nacht wechselt von 4 auf 5, dann haben wir eigentlich nur 4 Tage pro Saison und nicht 5. Oder vertue ich mich da? Und man kann immer noch nicht in eine Karte reinzoomen. Also das hoffe ich ja echt, dass das mit den nächsten Patches kommt hier. Man in die Karte reinzoomen, rein und rauszoomen kann. So. Was wir jetzt aber noch mal machen, wir reißen jetzt erstmal hier hinten den alten Shelter ab, den wir ganz am Anfang mal hier hingebaut haben. Den brauchen wir... Oh! Da hat sich jemand an die... Wieso, Akku, du hast so eine Hütte. Wieso setzt du dich hier in den Shelter? Das geht nicht. Nee. Akku, es tut mir leid, aber der kommt weg. Du hast ein Haus. Also wirklich. Mache ich mir die Mühe und baue ihr ein Haus und dann geht die hier in den Shelter. So.
Kann ich die, könnte ich, mich interessiert das einfach nur, ob ich die Sachen hier auch abreißen könnte, kann ich aber nicht. Okay. So, wir gucken noch mal hier. Hier war doch noch was drin. Genau. Alles nehmen. Jetzt haben wir ja genug Platz, um die ganzen Sachen mitnehmen zu können. Hier im Boot war auch nichts mehr drin. Ne? Nee. So, wir gehen hier unten noch mal so ein bisschen an der Küste gucken. Guck mal, da oben gibt es einen Übergang. Da könnte, hätte man auch, glaube ich, schön einen geschützten Dorf hinbauen können. Da wäre man natürlich auch schön geschützt gewesen, glaube ich. Ne? Hier oben. Dann gäbe es nämlich nur einen Zugang zum Dorf. Ah, mal gucken. Vielleicht kann man ja später noch so größere Häuser bauen, also für sich selber so einen kleinen, so eine kleine Luxus, so ein kleines Luxusanwesen oder so. Das könnte ich mir dann hier oben als Dorfvorsteher sozusagen eigentlich gut vorstellen, ne? Dass wir dann hier oben wohnen, haben zwar dann einen kleinen Weg bis immer bis in die Stadt, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn das geht. So. Der Unreine ist auch noch hier. Der hat doch seine Arbeit getan. So, die Sonne geht auch gleich unter. So, wir gucken mal eben nach. Ach, guck mal, hier haben wir sogar Öl. Alles nehmen. So, und wie gesagt, hier, ich glaube, hier so an den Sachen, da kann man dann spät, früher oder später weitere Flüchtlinge finden, die man dann natürlich in sein Dorf aufnehmen kann. Aber ich glaube, bevor die kommen, müssen wir auch in der Story ein bisschen weiterkommen. Und von diesen Stellen gibt es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der ganzen Map hier verteilt überall solche Standorte, wo dann Flüchtlinge spawnen können. Aber das ist immer random, wo die wohl spawnen. Aber das werden wir auch noch rausfinden. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Jahreswechsel. Ich glaube, dass der kommt jetzt. Und dann schauen wir uns mal die Brücke an und dann müsste auch die Hauptquest weitergehen. So, wir gehen hier mal schlafen. Auch wieder viel zu früh schlafen. Ah, okay. Neue Jahreszeit. Bevölkerung, gucken wir mal. So, Dynastielegende, wir sind Stufe 6. Wir haben ein Dorf. 3 von 7 Dorfbewohner uns eingeschlossen. Wir zählen da, glaube ich, selber mit bei. 3 Arbeiter, einer arbeitslos. Wer ist denn hier arbeitslos? Da müssen wir auch gleich mal nachschauen. So, dann haben wir 7 von 50 Gebäude. 3 Erwachsene und sind alle zufrieden, wie es aussieht. Essen haben wir genug. So, dann schauen wir nochmal eben hier. Ja, das ist, wie gesagt, der Dorfname können wir hier umändern. Hier sehen wir natürlich nachher alle Dörfer, wenn wir mehrere haben. Ich selber bin arbeitslos. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich suche mir schon meine Arbeit. Wobei...
Was passiert eigentlich so? Ich setze den jetzt mal in die Jagdhütte. Jagdhütte, so. Jäger, Werkbank, Jagdhütte. So, was können wir denn hier machen? Wir können Fleisch besorgen, wir können Federn besorgen. Ja, Federn würde ich sagen. Zuerst Dorfbewohner zuweisen. Okay. Wir besorgen mal alles hier, ne? So. Gehen wir mal in hier rein. Da brauchen wir Messer, brauchen wir hier. Okay. Mist. Hänge Fell. Ah, jetzt geht's. So, wir haben Fell. Ah, nee. Federn wollen wir einmal haben. So. Zuerst Dorfbewohner zuweisen. Hab ich doch gemacht. Warte mal. Achso, hier, Arbeitsplatz zuweisen. Ja. So, Jagdhütte. So, und dann brauchen wir jetzt noch ein Messer. Das finde ich ja eigentlich ganz gut, ne, dass man sich selber auch nochmal als Arbeitskraft einteilen kann. Und dann nebenbei zu seinen anderen Aufgaben hier einfach noch so ein bisschen in der Jagdhütte arbeitet. Gut. Dann haben wir das auch gemacht. Das heißt, bestätigen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Messer machen. Was fehlt? Und Steine. Steine haben wir. Wo waren denn jetzt Steine? Ich glaube, waren die hier im Holzlager mit drin? Ja, ich komme gleich. Hier hatten wir, glaube ich, die... Nee, wo hatten wir denn? Das ist doch hier im normalen Lager. Die Steine. Guck mal, da liegt noch eine Axt auf dem Boden. Oder zwei sogar. So. Hier sind Messer drin. Hier sind aber auch keine Steine drin. Wo waren denn die Steine? Oder habe ich Steine noch gar nicht eingelagert gehabt? So, Öl kann ich hier nicht rein. Wo kann ich denn jetzt das Öl reinpacken? Den Wasserspeicher kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich. Na gut, alles was mit Flüssigkeiten zu tun hat, ne? So. Oder wir haben keine Steine eingelagert. Das kann natürlich auch sein. Dann müssen wir uns mal eben hier hinten so ein paar Steine besorgen. Wobei die Spitzhacke dann natürlich auch schon fast kaputt ist. So, nehmen wir erstmal so ein paar Steine hier. Ne? Auch schön, wie sich die Farben hier so ändern, ne? Von Jahreszeit. Wir haben jetzt Herbst. Das gefällt mir so. Stellen wir direkt mal zwei her. Den können wir, glaube ich, noch nicht. Ne, mit der Eisenspitzhacke, okay. So, die müssen wir ja hier sowieso mal wegmachen, die ganzen Steine.
Ja, bei der Jagdhütte sind viele Steine draufgegangen fürs Dach. Ja, ich glaube, wir haben jetzt mal genug Steine. So, jetzt gucken wir mal, wo wir die reinpacken können. Ich fand, die müssten doch eigentlich hier mit rein, ne? Wir schauen mal. Ja. So. Und wir müssen Messer bauen. So, 6 Stück sollten erstmal reichen. Nein, habe ich jetzt Fackeln gebaut? Ach, was soll der Quatsch denn? Ach nee, wieso habe ich denn Fackeln gebaut? So, vielleicht können die Dorfbewohner ja auch Fackeln gebrauchen. So. Messer. 6 Stück. So. So, wir machen auch erstmal die Taschen leer, bevor es weitergeht. So. Und da haben wir auch schon wieder ordentlich Holz dabei gekriegt. So. Und ein bisschen Brennholz. Dann so Arbeitsplätze. So, und hier brauchen wir auch noch ein Steinmesser. Kann man nicht, ne? Achso, maximal und hier auch maximal. So, wie sieht es denn bei den anderen Arbeitsplätzen aus? Da ist noch alles soweit in Ordnung und bei der Akku auch. Gut. Ist das auf jeden Fall alle gesichert. Wir kochen jetzt noch eben das Essen, was wir haben. Ja, ich koche jetzt mal das ganze Essen durch. Die Zeit ist auch leider schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.